Und herzlich willkommen zurück hier bei Feed the Beast Inventions. Ja, da oben, da hat sich jemand versteckt unterm Baum. Es ist wieder Tag, aber... Warte mal, den kann ich nicht zulassen. Da oben müssen wir jetzt hin und da testen wir auch gerade mal, ob unser Schwert noch geht. Das Schwert geht hervorragend. Ja, das geht super. So, hier ist unser Marker. So, wir waren ja gestern dabei. Wir haben ein bisschen ausgebaut. Wir haben Tinker's Construct installiert. Wir haben Mechanism installiert und so weiter. Und ich habe jetzt in der Aufnahmepause hier tatsächlich noch was installiert. Nämlich, ich habe installiert... Brainminer. Genau. Das heißt, wir können jetzt schneller abbauen. Wir gehen jetzt einfach mal raus in die Wüste und werden uns ein bisschen Material besorgen für den Mörtel. Was ich allerdings jetzt in der Pause vergessen habe nachzugucken, ist, ob die Musik zu laut ist. Weil ich habe die nämlich sehr laut auf den Ohren und ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Das habe ich jetzt vergessen. Kann ich jetzt nicht checken. Laut dem Ausschlag hier ist also meine Sprache viel lauter wie... So, hat gut funktioniert. So, kostenlos ein bisschen Sand abgebaut. Genau. Hey, das ist ein bisschen doof. Oh, wir müssen ganz dringend uns heilen. So, das war... So, Sand wollen wir abbauen. Und ich würde jetzt gerne an eine Stelle gehen, wo man es nicht so sieht. Da hinten zum Beispiel. Und da werden wir mit Vein Miner jetzt einfach Sand abbauen. Quatsch. Doch mit Vein Miner, genau. So, wir testen hier das mal. Ich drücke mal meine Vein-Miner-Taste und drücke mal hier drauf. Sehen Sie, Sie sehen nichts. Es hat nicht funktioniert. Na, ist ja super. Klasse. Gut, jedenfalls habe ich mir vorgenommen, ab jetzt ist das hier mit dem Geruhsamen vorbei. Ich will jetzt versuchen, dass wir in jeder Folge ganz schön viel schaffen. Deswegen lege ich jetzt auch gleich los. Wir müssen erstmal, um einen Tinker's Construct-Ofen zu bauen, uns was besorgen. Nämlich, wir brauchen Kies, wir brauchen Sand, wir brauchen Mörtel. Mörtel wollen wir herstellen, wir brauchen Ton. So, das durch. Gleich wieder hier rein. Wir machen dann Feuersteine dazu und wir bekommen die Schaufel repariert. So. Das ist doof, dass Main Miner nicht funktioniert. Wieso geht das denn nicht? Ich drück nochmal. Ja, geht nicht. Vielleicht muss ich das noch aktivieren, dass es auch für Sand gilt. Da war irgendwas gewesen. Wir hatten irgendwas mit der Config noch geändert. Vielleicht muss ich dann in der nächsten Aufnahmepause dann nochmal ein bisschen modden. Ihr könnt auch mal schreiben, wenn ihr gerne wissen wollt, wie das mit dem Modden geht. Ja, also wie man eigene Mods noch... Jetzt haben wir übrigens so, jetzt seht ihr es unten links. So, Feuerschein, Schaufel, die bekommt jetzt Eile plus 1 und Modifikator plus 1. Das heißt, wir können jetzt hier zum einen schneller abbauen. Die ist jetzt wesentlich schneller geworden. Und wir können noch einen Modifikator drauf machen, wie zum Beispiel Redstone, Smaragde und so. Und das hat alles verschiedene Auswirkungen. So, es ist schon wieder kaputt. Das macht aber nichts. Denn jedes Mal, wenn wir die benutzen, da tut die sich dann auch verbessern. Wir machen auch gerade mal die Spitzhacke hier noch in Ordnung. So, Sand haben wir genug. Sand haben wir genug. Jetzt brauchen wir Kies. Und da will ich mal gucken, ob es hier vielleicht Berge in der Nähe gibt mit Steinen, so dass wir... Was ist denn das da hinten? Das ist Kies. So, dann versuchen wir mal, ob unsere Spitzhacke beim Kies... unsere Schaufel beim Kies irgendwo ihre Vein-Miner-Tätigkeit ausübt. Den könnten wir uns auch mitnehmen. Die braucht man nämlich auch für unser Rohrleitungssystem, was wir bauen wollen, damit wir nicht aus der Mine unten andauernd die Sachen hochschaffen müssen. So. Mal hier drauf. So, das hat... Ihr seht, Vein Miner, hier hat Vein Miner jetzt hervorragend funktioniert. Wie viel haben wir jetzt gekriegt? 1? Das ist irgendwo hier unten hingeschwommen. Hallo? Wo ist mein Kies?
Ich habe da den ganzen Kies hier abgebaut. Der muss doch irgendwo hingefallen sein. Da! So, wollte doch sagen. Das kann doch ehrlich sein. So. Wenn ihr übrigens mal sowas hier habt, ja? Dass ihr hier was abgebaut habt und das Wasser fließt hier so runter, da kann man übrigens was machen. Ihr geht dann einfach hier in euer Menü, sagt im LAN öffnen, Cheats erlauben, schnell starten und jetzt können wir Folgendes machen. Wahrscheinlich funktioniert es jetzt nicht. Also, es ist wahrscheinlich so, dass es jetzt nicht funktioniert, weil ich es euch zeigen will, funktioniert es jetzt nicht, sonst funktioniert es immer. Wir machen Fix Water 10 und es geht nicht, ich wusste es. Normalerweise kannst du nämlich, wenn World Edit drauf ist, normalerweise installiere ich das immer mit. Achso, das ist ja hier Feed the Beast Launcher, genau. Wenn World Edit drauf ist, kann man nämlich hier einfach das hier ganze, dieses schwimmende Wasser, dieses sich bewegende Wasser, kannst du austauschen lassen gegen richtige Wasserblöcke. Und dann ist das halt, ja, wieder korrigiert, dann ist das nicht so komisch aus. Ich baue aber extra weit immer von meiner Base entfernt, damit man hier solche Schäden nicht sieht. Wir werden ja auch später unsere Steinbrüche so aufbauen, dass man die Schäden durch den Steinbruch nicht sieht, weil die nämlich zerstören nämlich die ganze Welt eigentlich und das ist einfach nicht so hübsch. So, wir wollen jetzt hier unten mal hier den Ton abbauen. Ach ne, erstmal Schaufel. Unter Wasser repariere ich mein Werkzeug. Das ist eine super Idee. Kurz auftauchen. So, übrigens, ich kann euch nochmal Folgendes zeigen. Für die neuen Minecraft-Spieler, wenn ich jetzt hier so einen Tonblock abbaue, dauert das relativ lange unter Wasser. Wenn ich mich allerdings über Wasser stelle, geht das wesentlich schneller. Jetzt habe ich natürlich alle auf einmal abgebaut, weil ich die Vein-Taste gedrückt habe. Vein-Miner-Taste. Müsste ich was noch eine andere Stelle finden, wo ich das zeigen kann. Hier drüben ist noch ein bisschen was. So, wenn ich jetzt hier abbaue, dauert das unter Wasser normalerweise relativ lange, ja. Wenn ich jetzt über Wasser stehe, geht das Ganze super schnell. Das also als kleiner Tipp nochmal nebenher. Also da haben wir auch noch was, aber ich mache jetzt weiter mit Vein-Miner, weil es dann hier schneller geht. So, wir sammeln jetzt hier ganz viel von diesem Ton ein. Ah, haben wir schon ein paar Stacks, haben wir schon. Ein bisschen mehr hätte ich gerne noch. Da drüben müsste eigentlich, das müsste auch Ton sein. Ist Kies, aber nehmen wir trotzdem mit. So. So, dann haben wir hier, ist das Ton? Da ist so ein bisschen Wellenmuster drauf. Das ist auf jeden Fall der Ton. Den nehmen wir auch mit. Und da haben wir nochmal Kies, aber den will ich jetzt nicht haben. So, wir gehen jetzt an Land. Und dann laufen wir ganz schnell zu unserer Base. Oh, die ist da drüben. Ungefähr. Da ist auch angezeigt. Base Camp. Da wollte ich auch die Beschriftung noch ein bisschen größer machen in der Welt, weil manchmal ist das auch ein bisschen schwer zu sehen. So. Während wir laufen, futtern wir einfach noch ein paar Karottchen. Hier ist Öl, brauchen wir nachher für Buildcraft. Da ist es ganz wichtig. So sieht es aus. Schwarzes Öl. Brauchen wir für verschiedene Maschinen. Also hier ist eigentlich eine schöne große Fläche. Vielleicht bauen wir auch hier. So, da drüben ist unsere Base. Da kommt Lava aus der Wand. Habe ich noch gar nicht gesehen, dass da Lava ist. So. Ein Hoppelhäschen. So. Dann gucken wir mal. Das war doch irgendwie so gewesen. Mörtel kommt hier hin, dann kommt Sand hier hin und hier kommt Kies hin, wenn ich mich nicht täusche. Das waren wahrscheinlich. Das waren wahrscheinlich Tonblöcke. Sekunde, das war, glaube ich, hier so Viererkästchen. Wir testen es erstmal.
Also Ton kommt in die 1, dann haben wir hier Sand, das kommt in die 2, 4, 5 und 7 und der Kies kommt in die 3, 6, 8, 9 und wir kriegen hier Mörtel, also ist richtig, wir können dann jetzt hier richtig loslegen. Pass auf, machen wir jetzt mal aus dem ganzen Zeugs hier, machen wir erstmal Tonblöcke. So, da sind auch noch welche und hier sind noch welche. So, Tonblöcke. Die setzen wir oben hin, dann kommt hier der Sand hin, schwupp, und hier, schwupp, dann kommt hier Kies hin, nochmal Kies, da ist nochmal Kies, so, ganz schön viel Mörtel, und da können sich jetzt hier unsere Öfchen mal drum kümmern. Wir müssen auch, glaube ich, mal gucken, dass wir Brennstoffe zusammenbekommen. So, hier, erstmal den ganzen Mörtel machen. So, das kann schon mal ein bisschen brennen hier. So, ich hatte ja vor, hier noch so eine Transportleitung nach oben zu bauen. Dann gucken wir mal, was wir da an Material übrig haben, was wir dafür opfern können. Wir könnten Steinrohre bauen. Das dauert natürlich ewig, bis das Zeug da nach oben läuft. Achso, Stein haben wir ja jetzt sortiert hier. Warte, da war gerade noch ein bisschen Steinzeug. Das war nämlich hier Flintstones, also Feuersteine. Und dann ist auch hier noch Holz. Guck mal, Stöcke sind Holz. Und eigentlich Fackeln lege ich auch immer bei Holz. Dann haben wir hier auch noch die Setzlinge. Könnte eigentlich auch noch. Das hier kommt rüber zur Werkzeugkiste. Pfeile zählen weiträumig auch zur Werkzeugkiste. Hier sind das Setzlinge. Da sind Leitern, die sind aus Holz. So, ihr seht, ich gebe mir Mühe zu sortieren. Stöcke, Werkzeug, Erde, da ist Ton, hier ist noch ein bisschen Ton und Setzlinge. Nochmal hier gucken. Nochmal Feuersteine. Feuersteine, sehr gut. Da können wir unsere Sachen mit reparieren. Setzlinge. Setzlinge. Hier ist nochmal Pfeile. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Dann, war es das hier erstmal? So, jetzt gucken wir nochmal hier drüben. Dann haben wir hier, wir müssen noch eine Monsterkiste machen, wo wir die ganzen Sachen reinlegen, die von den Monstern kommen. So, hier soll Werkzeug rein. Da tun wir einfach die Crowbar mal rein, das Brecheisen und wir legen da rein die Pfeile und die Hacke legen wir auch hier rein. So, jetzt gehen wir nach hier hinten. Hier ist drin Stein. Hier kommt rein erstmal Ton, wollten wir bei Erde reinlegen. Also tun wir hier erstmal den Kies rein und ein paar von den Feuersteinchens. So. Hier oben, das ist Erde, hier kommt das rein, da kommt auch der Ton rein und der Ton rein. Und ich würde sagen, Sand passt hier auch erstmal rein, da müssen wir nicht so viele Kisten gleichzeitig eröffnen. So, hier Stöcke tun wir hier rein in die Holzkiste, die Setzlinge tun wir hier rein, die Leitern, die Fackeln, Setzlinge hatte ich ja gesagt, Holz. Der Rest ist irgendwas Monsterzeugs. Das legen wir mal hier rein, so, so, so. Kann ich hier schon was nachlegen? So. Und dann hier auch raus. So. So. Komm, noch 4 Stück. Das machen wir gleich. So, erstmal jetzt hier so. Ich glaube, das war ein Viererkästchen. Genau. Versenkte Ziegel. Und jetzt muss ich gucken. Ich habe zuletzt mit dem Maggi zusammen das schon mal gebaut. Und da habe ich einen Fehler gemacht. Denn da habe ich zu viele von diesen... Die Zeichen hier oben sind jetzt ein bisschen schwer zu sehen. Wie machen wir das denn mal, dass ihr das besser sehen könnt? Also wir brauchen jetzt erstmal versenkte Ziegel, braucht man ein paar. Und dann müssen wir hier von den Schmelzofenkernen, müssen wir auch noch einbauen. Und dann müssen wir noch so einen Tank bauen. Da kommt in der Mitte ein Glas rein. Gut, machen wir das doch mal. Es müsste ja irgendwo Glas geben. Hatten wir nicht schon Glas gemacht? Nee, dann hätte ich das eben wahrscheinlich wieder raussortiert, denke ich mal. Doch, hier ist Glas, das reicht uns. So. Also gut, wir nehmen das nochmal raus.
machen hier so einen Kreis, legen das Glas in die Mitte und bekommen hier so einen Tank. Davon würde ich gerne 3 Stück bauen. Hä? Ich habe doch 3 gebaut. Anzeigefehler. Gut, wir brauchen einen Kern, der sieht so aus. Das heißt, wir müssen einfach nur das rausnehmen. Da brauchen wir auch nur einen Teil von. Wir brauchen einen Schmelzereiausguss. Davon hätte ich gerne 6 Stück. Das heißt, wir nehmen einfach die hier an der Seite weg. Jetzt gibt es 5. Und jetzt haben wir 6 Stück. Gut, jetzt müssen wir uns hier wieder neues Material holen. Wir legen die letzten Mörtelsachen hier rein. So, gibt es auch schön viele XPs für. Gut, das hätten wir gebaut. So, wir haben jetzt hier einmal den Schmelzereikern, sozusagen die Steuerzentrale. Wir haben hier einen Tank für Lava. Wir haben hier Ausgüsse 6 Stück. Und wir machen mal die Kerne werden ja so gebaut, genau. Wir machen mal ganz viele von den normalen versenkten Ziegeln, machen wir mal so und so. So, dann können wir uns jetzt hier um den Ofen kümmern. Da ist jetzt auch das Buch dazu erschienen. Können wir mal kurz reingucken. Huch. So, wir brauchen einen Smeltery Controller, wir brauchen den Seared Tank. Die Seared Bricks. Wir brauchen noch dieses Faucet und wir brauchen Casting Tables. Gut. Dann gucken wir doch hier nochmal ganz schnell. Hier Zapfhahn brauchen wir. Wie sieht denn der aus? So ein Dreier-Ding da gebaut. Okay. Ich glaube, wir haben doch zu wenig Mörtel noch. Ich glaube, wir müssen nochmal Mörtel herstellen. Wir können uns allerdings auch bei den Nachbarn einfach ein bisschen was ausleihen. So, von diesen Zapfdingern hier würde ich gerne 6 Stück herstellen, weil wir haben ja auch 6 mal hier so einen Ausguss. So, habe ich gebaut. Und wir brauchen noch so einen Gusstisch. Davon brauchen wir eigentlich, das muss ich kurz überlegen, davon brauchen wir erstmal 3 und wir brauchen dann noch von den Gussbecken, brauchen wir auch 3. Die sehen so aus. So, gut. Ich habe ja gesagt, wir haben ein bisschen wenig. So, hier gibt es schon mal einen Gusstisch. Wir sammeln mal hier ab, was es hier so gibt. Oh, Brennstoff geht aus. Brennstoff geht aus. Das darf nicht passieren. Haben wir hier noch Kohle drin? Kohle. So, wo ist die Kohle? Hier ist Kohle. Und dann, eigentlich wollte ich die Kohle müssen wir aufheben. Die brauchen wir später für die Eisenbahn. Und da brauchen wir ganz schön viel von. Deswegen heben wir uns die auf. Wir gehen nochmal hier zur Holzkiste. Da gibt es auch nichts mehr. So, hier können wir erstmal 2 Kohle, reicht am Anfang erstmal aus. So, das nochmal hier rein. Hier noch ein bisschen was abgesammelt. So, das müsste erstmal reichen. So, was habe ich denn jetzt hier gebaut? Einen Gusstisch habe ich schon gebaut. Bauen wir noch 2. Und dann bauen wir noch hier von den Gussbecken, bauen wir auch 3 Stück. Moment. So. Fehlen noch 3, müssen wir nochmal warten. So. Ist auch erledigt. So, jetzt gehen wir kurz schlafen. So, aus der Erdkiste nehmen wir uns noch ein bisschen Erde mit. Aber ich glaube, Erde haben wir noch nicht so viel auf Lager. 48 Stück ist nicht gerade so viel. Da müssen wir uns noch einen automatischen Türöffner einbauen. So. Weil hier muss noch ein bisschen angeglichen werden. Wir werden uns dann gleich mal, jetzt geht es mit dem Vein Miner nämlich auch schneller, dass wir die Erde hier besorgen. So, ich laufe mal hier einfach rückwärts. So, die Ecke hier bauen wir auch noch aus. Wie viel habe ich noch? 7 Stück. Ja, so. Hier hinten bauen wir uns jetzt den Tinkersofen hin. Ja, wir müssen ja hier noch wegen Monstern absichern. Versenkte Ziegel, da sind sie. So.
Wir müssen erstmal einen Boden machen. Ich überlege gerade, vielleicht ein bisschen mehr Abstand zu behalten. Wir machen mal hier weg. Machen wir hier versenkte Ziegel rein. Dann kommen hier noch Ziegel. Und, warte, nee, falsch. Ist falsch. Könnten den auch ein bisschen größer bauen eigentlich. Naja, das reicht auch am Anfang erstmal. So, wir machen hier mal die Tanks übereinander. So, dann haben wir hier den Kern, den setzen wir uns hier hin. Dann haben wir hier die versenkten Ziegel. Huch. So. Oh, das waren die Ausgüsse. Die brauchen wir. Wir brauchen doch mehr versenkte Ziegel. Mist. So, was zeigt er jetzt hier an? 4 Stück. Okay, das ist natürlich ein bisschen wenig. Ja, vielleicht bauen wir doch größer. Ah. Komm, wir bauen einfach gleich größer, dann haben wir auch richtig. Was habe ich denn hier? Graphitblöcke. Das war ja noch vom Bau von den. Vom Reaktor. So. So, wir bauen gleich ein bisschen größer. Wo sind sie? Da sind sie. 64 Stück. Gibt 16 Steine. Jetzt habe ich einen Erfolg gekriegt. Wieso? Die haben wir doch eben schon gebaut, oder? Habe ich jetzt die falschen gebaut? Nee, ist doch richtig. Pass auf, wir bauen hier nochmal weg. Den Tinkersofen. Auch die Erde machen wir nochmal weg. So, das bauen wir nochmal weg. So, wir machen das ein bisschen größer. Wir machen mal 3x3. Ach, jetzt ist die durch. Sekunde. Oh. Ich habe aus Versehen die, ich habe die Feuersteine rausgeschmissen. Da müssen wir doch kurz hier mal weiterarbeiten. So, so, so. Ist nicht so gut fürs Werkzeug, aber was will man machen, gell? So, wir machen hier das mal so. Machen dann so, 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 so. Da machen wir den Schmelzerei-Ausguss. Machen wir gleich. Warte, warte, warte. Hier ist der Kern. Hier sind die Tanks. Die Tanks stapeln wir hier. Den Kern bauen wir hier hin. Dann haben wir jetzt hier Schmelzerei-Ausguss. Okay, da habe ich 6 Stück. Da würde ich gerne hier die Dinger hinstellen und auf der anderen Seite auch die Ausgüsse hinstellen. So, dann haben wir hier versenkte Ziegel kommen jetzt wieder. Die bauen wir hier hin. So, das muss man mit der Duckentaste machen, sonst kannst du es nicht draufsetzen. Dann bauen wir hier zu. Eigentlich ist der Ofen jetzt schon einsatzbereit, aber wir haben ja noch ein paar andere Sachen, die wir noch dazu bauen wollen. Wir wollen hier diese Faucets, diese Ausgüsse wollen wir noch dran machen. So, wir haben ein Gussbecken. Die Gussbecken stellen wir uns hier mal hin. Dann haben wir hier die Ausgüsse, die machen wir hier dran. So sieht das Ganze aus. Gehen wir auf die andere Seite. So. Auch hier kommen Ausgüsse dran und hier unten kommen diese Dinger hin. So weit, so gut. Jetzt gucken wir mal rein. Und dann seht ihr, wir haben jetzt hier insgesamt 18 Felder, die wir später schmelzen können. Das Schöne bei dem Ding ist, du kannst den hier aufstocken bis, ich glaube, bis Ultimo, also bis weit, weit, weit nach oben. Und es gibt immer mehr Möglichkeiten, dann da Sachen zu schmelzen. Ganz immer mehr. Jede Etage, die du drauf baust, kriegst du noch mehr Felder, die du dann schmelzen kannst. So, wir gehen nochmal rein. Und jetzt haben wir natürlich hier das Problem, dass wir gerade. Wir gehen wieder raus. Nachdem wir reingegangen sind, gehen wir jetzt wieder raus. Und fällen hier erstmal ein paar Bäumchen. Mal gucken, ob das geht. Ich mache jetzt mal ohne Vane Miner, ob die dann auch zusammenfallen. Ja.
So, ihr seht oben, die Zahl zählt langsam hoch. 50%. 80, 90, plonk. Nächstes. Wir müssen uns mal so Megabäume besorgen, dann haben wir hier auch nicht mehr das Problem, dass wir immer nur so wenig Holz zusammenkriegen. Da kommt es ja gar nicht voran. Wir wollen ja hier Industriemaßstäbe ansetzen, also richtig viel produzieren. Und da ist natürlich blöd, wenn wir dann hier stehen und dann halt eine halbe Stunde auf so einen Baum einschlagen. So, jetzt. Das hält uns natürlich total auf und verbraucht ziemlich viel von unseren Folgenzeiten. Aber wir werden uns in der nächsten Folge darum kümmern, dass auch das jetzt ein Ende findet. Heute haben wir Tinkers Ofen gebaut. Jetzt machen wir gerade noch ein bisschen Brennholz. Da machen wir dann schöne... Oh, hier ist noch was übrig. Da machen wir dann Kohle draus. Und ja... Dann gucken wir mal, dass wir vielleicht bald die Öfen auch auf Elektrik umschalten. Wir müssen halt noch Jellorium finden für unseren Ofen. Da ist wieder was Neues gewachsen. So, das nehmen wir noch mit. Komm, fall um. So, genau. So, ich würde hier gerne Eichen aufbauen. Das weiß ich gar nicht. Hatten wir eben in unsere Kiste Eichensetzlinge reingelegt oder so? Ich hatte ja schon mal welche besorgt. Wir gucken noch mal kurz in unsere Holzkiste. So. Holzkiste. Hier sind Eichensetzlinge. Die würde ich jetzt bevorzugen beim Pflanzen. Denn da gibt es noch ein paar Äpfelchen dazu. Die guten Eichenäpfel. Immer wieder lecker. Also hier, in jedes übernächste Feld. Das hat folgenden Grund, wenn ich jetzt in jede Reihe, also wenn ich jetzt überall welche genau aneinander setze, da kommen da so verästelte Bäume bei raus, dass ich die nicht mehr von Hand abschlagen kann. Wenn wir später so eine Erntemaschine haben, dann ist das leichter. Machen wir erstmal die Setzlinge weg. So eine Erntemaschine, die tut nämlich auch nach oben ganz schön viel ernten. So, hier Turbosetzmodus. Ach, jetzt haben wir hier, jetzt haben wir keine Setzlinge mehr von den Eichen. Na, ist egal. So. So, gehen wir erstmal hier runter. Und werden mal die Öfen jetzt hier... Wie machen wir das denn? Das mal raus. Hälfte, Hälfte. Es hat nicht so viel Holz gegeben, wie ich erhofft hatte. So, wir machen hier mal die Hälfte. Setzen die anderen hier drüben. Oh, oh, oh. Setzen das hier drüben rein. Oh, wir können das auch so machen. So, machen wir so. Oh, jetzt bin ich hier irgendwo drauf gekommen. Was war das? Das war irgendwie Karte umschalten. Das wollte ich gar nicht. Oh, welche Taste ist denn jetzt hier Karte umschalten? Mist. Naja, jetzt haben wir irgendwie so eine komische Karte. Ich muss gleich mal in der Pause gucken, wie das mit dem Kartenumschalten funktioniert. Tja. Liebe Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge haben wir hoffentlich dann wieder Kohle zum Brennen. Und, können dann den Tinkersofen auch einweihen. Wir müssen noch ein paar Öfen, wir müssen noch ein paar Lava-Eimer bauen. Das zeige ich euch in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr guckt bei der nächsten Folge auch wieder rein. Ich wäre darüber jedenfalls sehr glücklich. Bis dann. Tschüss.